Hallo und herzlich willkommen. Sie haben Lust und Motivation auf eine Pflegeausbildung und möchten gerne wissen, wie der Praxiseinsatz strukturiert ist, inhaltlich strukturiert ist. Oder Sie kommen aus der Praxisanleitung und bei Ihnen steht auf dem Dienstplan, dass demnächst Auszubildende anfangen und Sie wissen nicht, was Sie mit dem machen sollen und wie Sie die Praxiseinsatzzeit den Auszubildenden, die Auszubildenden begleiten. Ich werde es Ihnen erklären. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Meistens ist es so, dass Sie vor der praktischen Einsatzzeit einen längeren theoretischen Aufenthalt in der Schule haben. Bevor Sie in die praktische Ausbildung gehen und dort starten, wäre es sehr sinnvoll, sich zunächst einmal dort im Vorfeld vorzustellen. Sich vorzustellen, einmal zu präsentieren und zu zeigen: Hallo, mein Name ist und ich starte demnächst bei Ihnen meinen praktischen Einsatz. Dann können sich die Kollegen vor Ort auf der Station, auch die Teamleitung in Bezug auf Dienstplanung auf Sie einstellen. Ja, am ersten Arbeitstag wäre es sehr sinnvoll, dass Sie zunächst auch einmal begrüßt werden. Ja, und die Begrüßung ist mir sehr wichtig. Also mir ist es insofern wichtig, dass die Praxisanleitung weiß, wer Sie sind. Und ich finde das immer ganz hübsch, dass man denn auch den Menschen mit Namen anspricht. Oftmals erlebt man in der praktischen Ausbildung, dann ist es immer kein Name, sondern der Schüler oder die Schülerin. Um es persönlicher zu gestalten, wäre es sehr wünschenswert, wenn die Praxisanleitung und auch das Team die Person mit Namen kennt. Das ist so auch der erste Eindruck, denn der erste Eindruck auf Station zählt. Auf beiden Seiten. Von Seiten des Teams, aber natürlich auch von Seiten der Auszubildenden. Ja, nach kurzer Eingewöhnung sollte dann zunächst der praktische Einsatz mit dem Erstgespräch oder einem Vorgespräch strukturiert sein. Hier sollte sich einer von den Praxisanleiterinnen zur Verfügung stellen, sich dem Auszubildenden, der Auszubildenden annehmen und entsprechend dann auch das Erstgespräch führen. Ja, was sind so grobe Inhalte im Erstgespräch? Hier geht es zunächst einmal darum, den Ist-Stand zu erheben. Ne? Wo befindet sich gerade der Auszubildende, die Auszubildenden in ihrer praktischen Ausbildung? Welche Vorerfahrungen haben hier schon stattgefunden? Was wurde schon wunderbar alles gelernt? Was war gerade vielleicht auch thematisch in der Schule? Ja, dann werden noch weitere Erwartungshaltungen geklärt. Wie ist es, wenn ich krank bin? Wie melde ich mich krank? Wie soll die zukünftige Zusammenarbeit aussehen? Ne? Wie zum Beispiel, ich möchte gern, dass du Fragen stellst, dass du motiviert bist. Wenn es vielleicht auch Probleme gibt, dass wir dann darüber sprechen. Zeig dich interessiert. Sorg aber auch dafür, dass du dir vielleicht auch selbstständig mal ein bisschen Wissen aneignest. Erwartungsklärung. Ja, im weiteren Verlauf, im Erstgespräch, soll dann aber auch ein Lernangebot stattfinden. Das Lernangebot aus der Fachrichtung, wo Sie gerade eingesetzt sind. Hier kann man den Auszubildenden aufzeigen, was sie Wunderbares hier an diesem Lernort Praxis auch erleben können und lernen können. Also Lernangebot. Ja, des Weiteren werden auch Ziele festgelegt. Was soll der Auszubildende unbedingt mitnehmen, wenn er hier seinen Praxiseinsatzzeitraum hinter sich hat? Was soll er hier in dem Bereich auch lernen können? Denn jeder Praxiseinsatz beinhaltet ja auch Praxisanleitung und die ist ja nach dem Pflegeberufegesetz klar vorgegeben. 10% des Praxiseinsatzes soll geplante und strukturierte Anleitung sein. Das heißt, diese geplante und strukturierte Anleitung bedeutet nicht, komm mal eben mit, ich zeig dir mal, sondern hier muss das im Vorfeld terminiert sein, geplant sein, es muss ein Vorgespräch stattfinden und entsprechende Durchführung und eine Evaluation. 10% des Praxiseinsatzes ist gezielte Anleitung. Ja, die kann man natürlich dann im Erstgespräch und Vorgespräch auch schon mal
planen, wann soll konkret im Einsatzzeitraum Praxisanleitung stattfinden. Also auch ein sehr wichtiges Gespräch, das Erstgespräch. Nach kurzer Eingewöhnung, und das muss man sich mal überlegen, manche Einsätze sind sehr lang, manche Einsätze sind sehr kurz und manchmal hat ein Auszubildender nicht viel Zeit, sich einzugewöhnen, sondern das muss dann recht zügig gehen. Aber am Anfang ist immer so eine gewisse Reizüberflutung gegeben. Auszubildende müssen sich erstmal orientieren. Das Gehirn muss sich auf Lernen einstellen. Und da muss man mal gucken, dass man da mal guckt, eine halbe Woche, Woche Zeit gibt, um die Schichtabläufe, die Stationsabläufe eben halt kennenzulernen. Hat man diese kennengelernt, fühlt man sich sicher, fühlt man sich angekommen, dann kann man auch mit Lernen anfangen und das Gehirn wird sich lerngerecht auch einstellen. Somit startet dann auch gezielte Anleitung. Je nachdem, was letztendlich Ihr Lernangebot der Station auch ist. Ja, weitere Themeninhalte im Erstgespräch sind natürlich dann auch Dienstplangestaltung. Wie ist der Dienstplan strukturiert? Wie sind die Arbeitszeiten? Wie ist die Telefonnummer von dem Fachbereich? Und wer ist eigentlich für mich dann auch ansprechbar? Dann sollte im Erstgespräch auch schon gleich das sogenannte Zwischengespräch terminiert und geplant werden. Ja, wozu dient das Zwischengespräch? Also ich bin ein großer Freund, im Rahmen der Praxisanleitung den Auszubildenden immer wieder zu spiegeln, wo sie gerade stehen. Lob, ne? Loben soll gelernt sein und muss gelernt sein. Das heißt, zeitgerecht loben, in der Situation loben. Das ist natürlich auch unabhängig von dem Zwischengespräch wichtig, auch hier Gespräche zu führen, eine Bindung aufzubauen und eine Beziehung aufzubauen. Aber das Zwischengespräch dient letztendlich dazu, mal zu schauen, hier haben wir einen Meilenstein, was wurde bis zu diesem Meilenstein gelernt, welche Kompetenzen wurden entwickelt, welche Lernziele sind vielleicht schon erreicht und wo sind es so, gibt es Themen, die entsprechend noch weiter bearbeitet werden sollen. Rückblickend, auf die gezielte Anleitung. Hier nochmal zur gezielten Anleitung ist es besonders wichtig. Fast alle Auszubildenden, ich kenne kaum eine Schule, die damit nicht arbeitet, haben einen sogenannten Ausbildungsordner. Da muss man darauf achten, letztendlich, dass diese 10% gezielte Anleitung eines Praxiseinsatzes auch immer schön dokumentiert wird. Denn man muss zur Zulassung, zur Prüfung in der generalistischen Pflege aufzeigen, dass man eine praktische Ausbildung erlebt hat. Und das geht nur über Dokumentation der gezielten Anleitungssituation in den Einrichtungen. Also seien Sie da hinterher, als Auszubildende, dass Sie auch hier das dokumentiert bekommen und die Zeiten der 10% in Stunden auch aufzeigen können und schreiben können. Da würde ich dann im Zwischengespräch auch nochmal drauf gucken, was letztendlich hier schon stattgefunden hat, welche Arbeits- und Lernaufgaben durch den Praxisanleiter entsprechend auch schon umgesetzt worden sind. Denn die Praxisanleitung muss ein Praxiscurriculum ja auch entwickeln. Das heißt, es sollte sich orientieren am schulischen Curriculum, um dann eben halt für die praktische Ausbildung Lernaufgaben zu entwickeln für den Auszubildenden, wenn er in den Einsatz kommt. Das ist nicht ganz wenig Arbeit, das ist viel Arbeit, konzeptionell zu arbeiten, Lernaufgaben zu entwickeln für die gezielte und geplante Praxisanleitung. Ja, zum Thema Entwicklung von Lernaufgaben verlinke ich hier oben mal ein Video. Dazu habe ich schon mal was gemacht. Ja, das Zwischengespräch. Was auch passieren kann, dass im Bereich des Einsatzes die Schule kommt. Oh mein Gott, die Schule kommt in die Einrichtung. Das sind sogenannte Praxisbegleitungen. Also wir gestalten das bei uns hier so an der Schule, dass die Auszubildenden, bevor der Praxiseinsatz startet, auch schon von dem Praxislehrer, Praxisbegleiter von der Schule einen Termin bekommt. Und dann ist es so, dass die Schule auch in die Einrichtung geht und am Patienten, Bewohnerbett,
eben halt mit den Auszubildenden Tätigkeiten umsetzt. In Niedersachsen ist es so, dass zwei Praxisbegleitungen pro Ausbildungsjahr mit einer Note versehen wird. So, wir machen das so, denn Praxisanleiter sind ja auch feste Mitglieder des Prüfungsausschusses, dass der Praxisanleiter und aber auch Schule entsprechend dann für die Praxisbegleitung zweimal im Jahr eine Note vergibt. Das ist wichtig. Ja, das steht im Pflegeberufegesetz so drinne. Da ist geregelt einmal, wie die Praxisanleitung aussehen soll. Nach dem Pflegeberufegesetz der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ist das im Paragraph 4. Und im Pflegeberufegesetz Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Paragraph 5 ist die Regulierung der Praxisbegleitung drin. Ja, Praxisbegleitung durch Schule soll stattfinden im Orientierungseinsatz, in den Vertiefungseinsätzen, natürlich dann auch in den Pflichteinsätzen und am Ende, wir machen das ganz gerne, eine Probeprüfung und natürlich dann das Examen, praktische Examen. Ja, wie so die Einsatzzeiträume und Vertiefung und Pflicht und Einsätze so aussehen, verlinke ich hier oben auch nochmal ein Video, denn dazu habe ich auch schon ein Video umgesetzt. Ja. Bei der Praxisbegleitung ist es zwingend erforderlich, dass auch Praxisanleitung durch den Fachbereich anwesend ist und gestellt ist. Ich erlebe das sehr oft, dass man glaubt und meint, wenn Schule kommt, dass sie allwissend sind und in jedem Fachbereich Praxisbegleitung mit den Auszubildenden umsetzen können. Das ist nicht so, denn die Experten vor Ort sind die Praxisanleiter vor Ort. Und hier ist es schon sehr wichtig, denn das Praxisanleitung, A, kennen sie die Einrichtung, B, kennen sie die stationären Abläufe. Und sie sind dort zu Hause und die kennen auch die Pflegeleitlinien und können dann sagen, ja, so wie der Auszubildende das so umsetzt, ist es korrekt. Also für die Praxisbegleitung, wenn Schule in die Einrichtung kommt, ist es zwingend erforderlich, dass auch Praxisanleitung zugegen ist. Ich stelle mir gerade mal vor, ich bin ja kein Kinderkrankenpfleger und habe in der Pädiatrie auch nie wirklich gearbeitet. Und nun soll ich mit den Auszubildenden in der Pädiatrie Kinder versorgen. Ich kann viel, aber nicht alles. Und hier ist es sehr wichtig, dass jemand vor Ort auch zugegen ist und entsprechend da seine Fachkompetenz aufzeigen kann. Ja, wenn dann die Praxisbegleitung und auch die Arbeits- und Lernaufgaben, also gezielte Anleitungssituationen, stattgefunden haben, neigt sich der Einsatz auch zum Ende. Zum Ende des Praxiseinsatzes sollte man nochmal Wiederholungen leisten. Das, was gelernt wurde, sollte sich verfestigen. Und hier am Ende sollte man auch schauen, was für einen Ist-Zustand hat der Auszubildende mitgebracht und wie hat der Auszubildende sich im Verlauf des Praxiseinsatzes entwickelt. Und die Entwicklung und dass der Zuwachs an Kompetenzen und die Kompetenzentwicklung letztendlich soll dann im Rahmen von einer Bewertung, und hier hat jede Schule individuelle und sehr unterschiedliche Bewertungsbögen, entsprechend der Auszubildende eine Note bekommen. Das heißt, verlässt er ihre Einrichtung, ist hier eine Note fällig für den Praxiseinsatzzeitraum. Und hier erlebe ich ganz oft, dass die Auszubildenden denn in die Praxis kommen, dann kriegen sie ihren Beurteilungsbogen in die Hand gedrückt und dann schönen Tag gewünscht. Hier würde ich mir wünschen, wenn es ein Beurteilungsgespräch geben würde. Das heißt, dass man schon den Auszubildenden detailliert aufzeigt, hier sind deine Stärken, das konntest du alles hier entwickeln. Das hast du prima gemacht, aber es gibt hier und dort auch Aspekte, wo weiter dran gearbeitet werden soll für den zukünftigen Einsatzzeitraum. Und dann letztendlich widerspiegeln im Rahmen einer Note. Ja, so ist das hier nun bei uns im Schulwesen. Wir arbeiten mit Zahlen und mit Noten. Und dann kann man das auch besprechen und
Das ist mir persönlich auch wichtig, als immer nur in die Hand drücken und Tschüss sagen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte Sie darüber gut informieren. Ihnen hat das Video Freude gemacht. Falls ja, hinterlassen Sie mir doch einen Daumen hoch. Und falls Sie es noch nicht getan haben und mehr über Pflege und Berufe, also Gesundheitsfachberufe, wissen möchten, ja, abonnieren Sie doch meinen Kanal. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe.